Wie sieht es aus vor dem Wochenende? Traut sich der Markt noch was zu oder dann doch eher lieber nichts? Ist das eher der Pausemodus? Wenn wir auf den Nasdaq, nein, fangen wir mit dem Dow Jones an. Hier YM, der entsprechende Future. Wenn wir uns den angucken, wir sehen ja eigentlich die Aufwärtsrichtung immer noch gültig, aber hier im kürzerfristigen sehen wir das zumindest aktuell tatsächlich Pausemodus angesagt. Es ist eine ganz klare Abwärtsbewegung. Wir sehen aber auch das typische Verhalten im Trendkanal. Und dieses Trendverhalten wackelnde Verhalten im Trendkanal ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte, denn sie deutet sich an als ein typisches Korrekturmuster. Unter Voraussetzung, dass wir die alten Hochs dann wieder nochmal durchstoßen. Stichwort ist letzte Hoch hier, na, das können wir auch schöner malen, dann machen wir das hier so. Letzte Hoch hier, vorletzte ist hier. Wer weiß, ob es vielleicht nochmal einen Wechsel gibt, dann wackelt das immer weiter nach unten. Aber diese letzten Hochs, die wir hier haben, aktuell wäre das jetzt eigentlich diese Marke. Das wäre im Prinzip dann so der Punkt, wo man sagen könnte, na, wenn das doch noch oben durchgegangen wird, dann hätten wir ein Long-Signal. Also sprich, wenn der Markt sowas macht, alles babene, wir sind nicht long, das ist nicht wirklich sinnvoll. Aber wenn der Kurs jetzt hier durchgeht, bim bam, bim bam, dann hätten wir hier an der Stelle idealerweise eigentlich eine Fortsetzung, denn dieses Abwärts, die Mechanik, die wir hier drin haben, so ähnlich wie das, was wir hier auf einer sehr kleinen Ebene, sehr unausgeprägt hatten, oder hier in diesem Sinne ganz klar, alles Abwärtsbewegung, auch wenn es hier, der ist vielleicht noch nicht mal so klar, aber das hier auf jeden Fall eine klare Abwärtsbewegung oder hier im Größeren, wir sehen das, das lädt eigentlich immer wieder ein, hier auf die Long-Seite dann zu gehen, wenn es wackelig auf der Abwärtsseite ist, dass dann die dynamische Richtung wieder nach oben weist. So, das heißt, eigentlich noch nicht wirklich ein Zeichen für die Short-Seite, aber noch abwarten, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig für die Long-Seite, jetzt da im Gehorsam, im Vorauseilenden hier reinzugehen, halte ich nicht so für so sinnvoll, bin ich nicht so ein ganz großer Freund davon. Viele Fragen kriege ich dann, warum geht der dann nicht hier rein? Du hast doch jetzt so einen schönen Trendkanal eingezeichnet, dann soll er doch hier drehen. Vorsichtig, diese Linien sind nicht so sehr, um zu zeigen, ha, da liegt eine Linie, da muss der Markt drehen. Das ist ein Irrglaube, den viele haben. Ah, Charttechnik, dann sehe ich, wo er dreht. Nein, es ist eher umgekehrt. Ich kann an diesen Chartmarken erkennen, was er denn tatsächlich macht und kann das sozusagen dann klassifizieren. Ich kann natürlich im Nachhinein gucken, hat er hier gedreht, dann ist das zumindest eine Aussage. Und wenn wir die Mechanik der fallenden Hochs durchstoßen, kann ich sehen, ah, er hat also offensichtlich die Mechanik des Abwärtsmarktes aktuell hinter sich gelassen und dementsprechend gilt wieder der Aufwärtsmarkt. Also macht bitte nicht den Fehler, das sehen aus meiner Sicht viele Leute falsch, die Charttechnik eigentlich dazu missbrauchen, ha, da muss er dann das machen. Nein, der Chart muss da gar nichts machen. Wir wissen das, es gibt immer wieder auch den Streit. Ich hatte jetzt wieder irgendwo einen Kommentar gelesen, wo jemand gesagt hat, ha, das sind doch die Fundamentaldaten, die entscheiden, was passiert. Naja, sagen wir mal so, es sind sicherlich Fundamentaldaten, die den Markt bewegen. Alles andere wäre sicherlich eigenartig. Allerdings gemäß eines gewissen Verhaltens, das wir in der entsprechenden Stimmungslage dann eben einordnen müssen. Sind wir denn in der bullischen Stimmung? Sind wir denn in einer Situation, die für Kaufen oder für Verkaufen spricht. Und das zeigt uns der Chart. Also bitte niemals davon ausgehen, oh, ich mache hier eine Linie ein, dann muss er da drehen. Oder da muss er dann da hinlaufen oder sonst irgendwas. Wenn ich das hin und wieder auch mal erwähne, ah, typisch wäre, er geht dahin. Ja, tut er es, dann wissen wir, der Markt verhält sich in diesem Moment typisch. Dann kann man vielleicht daraus ableiten, was als nächstes passiert. Tut er das nicht? Ah, er verhält sich in diesem Moment nicht nach der typischsten Variante oder der klassisch wahrscheinlichsten Variante. Dann muss ich ja anders vorgehen. Also, das ist mir ganz wichtig, dass das nochmal gesagt ist. So, jetzt gucken wir mal, was die Kollegen machen. Eigentlich eine ähnliche Situation hier auch beim S&P. Im Moment jetzt also ganz klar eine Abwärtsbewegung, das muss man so sehen. Aber mit einer Chance, dass das eben aktuell noch nicht wirklich Dynamik hat. Das sieht anders aus, wenn der Markt jetzt das macht. Ja, dann haben wir die Dynamik. Aber dann hat man auch keine Möglichkeit, hier blöd getriggert zu werden. Ja, also Trigger hier auf der Oberseite wären dann hier diese Hochmarken, um dann hier reinzukommen. Wenn er das hätte, dann kann man da wieder long gehen. Sollte man das vor dem Wochenende machen? Das ist so ein bisschen die Frage. Denn ich muss gestehen, ich möchte eigentlich jetzt aktuell in der Situation, wir haben Wahlkampf in Amerika, wir haben auf der anderen Seite immer noch die ganzen Corona-Diskussionen. Wer weiß, was für irgendeine Nachricht übers Wochenende rauskommt und dann ist der Markt mit einem Gap offen und dann sieht das doof aus. Deshalb bin ich auf kleiner Ebene, hier 5 Minuten, 15 Minuten Ebene, nicht gewillt, Positionen übers Wochenende zu halten.
Sprich, wenn eine Marktposition eigentlich aufgemacht wird, dann sollte sie dementsprechend idealerweise vorher dann schon dicht gemacht werden. Das ist eigentlich so der Punkt. Da kann man mal von abweichen in gewissen Ausnahmefällen, aber typischerweise versuchen wir, dass es nicht der Fall ist. So, also in diesem Sinne, das mal zum aktuellen Marktgeschehen. Letzter Blick nochmal auf den Nasdaq, damit wir den der Vollständigkeit halber auch nochmal drauf haben. Hier ganz klar seitwärts Schiebewurst, da passiert jetzt aktuell nicht wirklich was. Mal abwarten, wohin der Markt da geht. Im Moment kann ich da eigentlich nicht viel sagen. Eigentlich klassischerweise müsste ein Ausbruch jetzt erfolgen aus dieser Seitwärtsrange, egal ob nach oben oder nach unten. Der sollte dann einigermaßen zügig sich fortsetzen. Wer darauf ein Auge werfen will, hat beim Nasdaq gegebenenfalls ebenfalls die Möglichkeit. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.